Hallo liebe Freunde, heute ein ganz spezieller Gast, Harry Brünster. Servus Harry. Servus Ferdinand. Moderator, Musiker, Entertainer, also ein Tausendsasser und auch ein leidenschaftlicher Motorradfahrer. Und deswegen plaudern wir heute so ein bisschen, was das Motorrad betrifft und was die Gefahren betrifft, denen wir uns jetzt gegenüber sehen. Und vielleicht müssen wir auch ein bisschen was tun, aber das machen wir dann ganz am Schluss. Harry, du und das Motorrad, was ist das für eine Geschichte? Nimm uns da ein bisschen mit in deine Welt. Ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Lager. Ich bin zuerst Motocross gefahren. Okay. Ich glaube nämlich, dass man Motorradfahren im Gelände lernt. Und das klar, nur, ja. Und nur dazu in Tirol, wo das naheliegend, dass man, wie wir damals gesagt haben, einen Gartschupfer hat. Das ist so anstrengend. Ja, ist anstrengend, aber gut für die Kondition. Das ist klar. Und wie gesagt, wir haben auch sehr viel gelernt, weil das Handling von einer Geländemaschine ist natürlich schon, das raubt dir Konzentration und Kondition. Na, gestern habe ich ein Interview gehabt mit Heinz Kienegarten und mit Matthias Waldner. Typisch, ja. Das waren so, der Heinz ist ja fast gleich alt wie ich und nicht allzu weit weg von mir entfernt zu Hause, weil ich wohne in Schwarz und er in Udans. Und wir haben also damals schon Kontakt gehabt und der war für mich natürlich schon immer der große Hero, weil er sich einfach viel, viel mehr getraut hat als wir. Aber wir haben fleißig mittrainiert. Das und super. Dann kommt die Zeit, wo du Vater wirst und wo du sagst, so, und jetzt muss man vernünftig werden und jetzt hört sich das auf mit dem Schnellen. Und dann habe ich einen Kollegen getroffen, der hat gesagt, Harry, warum kaufst du nicht eine Harley? Mhm. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, das ist ja langsam, das kann ja nicht Spaß machen. Ja, bist du mal mit einer gefahren? Sag ich, nein, bin nie mit einer gefahren. Dann fahren wir mit einer. Okay. Und dann sind wir miteinander weggefahren. Es hat mir gleich so viel Spaß gemacht, dass ich die gleich gekauft habe. Gut. Und die ist nach wie vor in meinem Besitz, genießt es. Wirklich? Und bin bist eine treue Seele sozusagen. Ein ganz treuer. Und jetzt bin ich einfach ein richtiger Cruiser. Also seit 1996 fahre ich Harley. Und wirklich gemütlich, Sightseeing. Super. Und was ich genieße, ist eben, ich lerne Österreich kennen. Mhm. Und das ist ja etwas, was mir sowieso, ich mache seit vielen, vielen Jahren in Österreich Urlaub, weil ich einfach gerne meine Heimat gut kenne. Und da ist das ideale Gerät, weil ich überall hin kann. Naja, apropos, wo fahren wir denn hin, Harry? Du, wenn das so weitergeht mit den gesetzlichen Bestimmungen, bleiben wir da. Wir werden nicht mehr weit fahren. Na okay, dann stelle ich es gleich wieder hin. Oder? Ja. Das macht mir nämlich momentan Sorgen. Also, wie siehst du das? Ich sehe das so, dass wir natürlich immer, wenn man in Verhandlung tritt, dann muss man sagen, was werde ich dazu beisteuern, dass das gelingt. Ja, und dass die überhaupt jetzt Strecken verbieten, die Steuern immer wieder erhöhen, Geschwindigkeitsbeschränkungen nur für Motorräder machen. Was hast du dazu für eine Meinung? Wie kommt das an bei dir? Es kommt gar nicht gut an. Erstens einmal deswegen, weil das ein Wirtschaftsfaktor ist, von dem muss man mal ausgehen. Zweitens sind sie weit weniger umweltverschmutzend als Autos. Also da müsst ihr jetzt halt anfangen, Oldtimer verbieten und, weil die sind ja wirklich, die machen viel, viel mehr Schaden als wir. Dann Motorrad. Ich finde, dass der Motorradfahrer einer ist, der sehr gezielt fährt, der auch nicht nur Kilometer speichert, sondern der fährt damit gemütlich, so wie es zum Beispiel in meinem Fall ist, ich fahre gern am Sonntagvormittag auf einen Frühschoppen, sitze mir dann da hin und fahre dann wieder heim. Das heißt, das ist einfach ein gemütlicher Ausflug. Das Motorrad ist maximal 2 Stunden im Betrieb und dann stelle ich die wieder in die Garage. Und für mich selber ist es erstens einmal unheimlich entspannend. Ja. Ich bin wirklich danach ausgerastet. Ich habe das sehr genossen. Ich sage immer so gerne, sein Gehirn, die Festplatte, ich muss die Festplatte ab und zu ordnen. Und ich habe dann die Festplatte geordnet nach so einem Frühstück. Den Arbeitsspeicher ein bisschen leer bekommen. Genau. Also wieder Platz für Neues. Genau. Wobei, es gehört vielleicht an der Stelle gesagt, es gibt ja 850.000 Zweiräder, Motorisierte in Österreich. Also mehr als 10% des Wahlvolkes, liebe Politik, habe ich ins Stammbuch geschrieben. Im Zuge dieser Kampagne haben wir euch ja schon viel ins Stammbuch geschrieben, aber das gehört immer wieder erwähnt. Und von diesen 850.000 ist fast die Hälfte, die es beruflich verwenden, also als Transportmittel. Mhm. Nicht nur zum spaßesmäßig herumfahren, sondern natürlich viel auch beruflich. Klarerweise viele die Mopeds, die Roller, aber auch bei den Motorrädern gibt es eine große Anzahl, die das als Transportmittel verwendet. Ja, naja, wenn du der Politik
was ausrichtest. Ja, für alle Städteplaner, die sich momentan den Kopf zerbrechen, was machen wir mit den Fahrzeugen? Wir brauchen wenig Platz, weil Parkplatz braucht man weit weniger als ein Auto. Ein Viertel. Ja. Wie schaut das überhaupt aus mit dem Fahren? Weil jetzt könnte natürlich der Politiker sagen, ja, aber Moment, im Auto sitzen vier drin und ihr kommt alleine. Ein guter Einwand, weil Auto statistisch, dass ich es rausbringe, gesehen 1,1 Personen. Also das kriegen wir auf den zwei Rädern. Also da haben wir schon wieder ausgeglichen. Auch das ist unentschieden. Ne? Ja. Also von daher kann man es wirklich sagen, wir sind wesentlich umweltschonender. Deswegen vollkommen unverständlich, warum er uns behindert und mit Streckensperrungen belegt und noch über ganz andere Dinge nachdenkt. Also bitte hört auf damit. Es wird auch so viel über Quote nachgedacht. Man sagt zum Beispiel immer wieder, die Motorradfahrer sind Raudes, sind einfach zu schnell unterwegs. Mhm. Das ist einfach eine Quote. Klar haben wir die in unserem Bereich, aber ich finde, es ist wie bei jedem Verein, sie machen eine Minderheit aus. Sie schädigen uns zwar sehr im Image, aber ich bin zum Beispiel nicht einer, der unbedingt einen, also der so jetzt posen geht mit dem Motorrad, sondern ich fahre ganz gemütlich von A nach B und genieße das sehr. Und übrigens, ich habe meine ganz leise. Also die sehr brav. Hört man fast nicht mehr. Du bist deiner Zeit voraus. Ja. Naja, machen wir vielleicht eh jetzt den Schwenk. Also jetzt haben wir der Politik, glaube ich, klare Botschaften hineingesagt und jetzt kommen wir zur eigenen Community. Müssen wir was ändern? Ja, ich glaube, wir müssen die Lautstärke ändern. Mhm. Mehr braucht man bei Harley ja fast nicht ändern, weil ich habe gehört, 60 km/h soll irgendwann einmal das Limit werden, das geht meine gar nicht. Ja. Da müsste sie auch passieren. Nein, Scherz beiseite. Nein. Wie gesagt, Harley-Fahrer sind also nicht die, das sind nicht die wirklichen Geschwindigkeitspolster, nicht? Oder? Wir sind schon gemütlich. Ja, aber wir sprechen ja über alle Mann, nicht? Aber da müssen wir sicher auch was ein bisschen ändern, weil ich finde jetzt gerade zum Beispiel, wenn man so eine Ninja hernimmt oder Hayabusa oder was mir da so alles einfällt, wenn ein Motorrad einmal mehr PS hat als Kilo, dann ist auch die Entwicklung falsch. Und da können wir was machen. Was könnten wir denen unter uns sagen, und da gibt es natürlich auch eine Gruppe, die sagt, ich fahre wie ich will, ich lasse mir nichts verbieten, ich gebe weiter Gas, ich fahre weiter hin, wie ich will. Hast du für diese Gruppe eine Botschaft? Ja, ich habe lange Zeit Fußball gespielt. Ja. Und da war es immer so, dass man mit dem Kapitän sich geeinigt hat auf Fair Play. Und ich glaube, das braucht es auch bei den Motorradfahrern, dass man sagt, okay, ich will weiterhin Motorrad fahren. Und wenn ich etwas will, dann muss ich dafür auch etwas geben. Also ich muss auch meine Pflichten erfüllen und dann könnten sie sich mit uns ein bisschen solidarisch machen. Ja, da passt ja vielleicht der Spruch hinein, was eher eine alte Weisheit ist, die Dinge ändern sich ja im Laufe der Zeit. Und ein Philosoph, Heraklit hat er geheißen, 500 vor Christus, hat schon gesagt, die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung. Hat der Heraklit recht gehabt? Also ich freue mich, dass du Heraklit ansprichst, denn 80% der Maturanten glauben, Heraklit sei ein Baustoff. Es war also ein Philosoph, von dem ich auch sehr, sehr viel halte. Und da bin ich wirklich auch der Meinung, die einzige Konstante ist Veränderung. Wir werden uns eben auch ändern müssen. Wir haben uns ja schon so vieles angelernt, oder? Ja. Und die Menschheit ist immer in einem Entwicklungsprozess und daher glaube ich, das müssen wir einfach einsehen. Ja. Damit sind wir dann eben auch fortschrittlich. Ich denke, und deswegen habe ich ja zu Beginn dich gefragt, wie dein Gefühl zum Motorrad ist und was dir das gibt. Motorradfahren ist ja nicht nur die Lautstärke. Ja, der Sound ist einer der Komponenten und da werden wir halt ein bisschen dran drehen müssen an der Schraube. Auf jeden Fall. Und zwar leiser und nicht lauter, aber alle anderen tollen Dinge, die mit dem Motorradfahren verbunden sind, das Bewegen in der Landschaft, das Sehen von Orten, an die wir sonst nie kommen, das Gemeinschaftserlebnis der Motorrad-Community, das ist unbezahlbar und das nimmt uns niemand, außer wir sagen ihm, wir sind wir. Ne? Siehst du das auch so? Ich sehe das auch so. Ja. Beharrungsstandpunkte sind immer schlecht, sondern ich muss eben einen gewissen Trend auch befolgen. Ich muss mich auch ein bisschen nach der Allgemeinheit richten. Ich glaube, was wir
verlangt haben in letzter Zeit, ist einfach Demut und Respekt. Und da gehört das dazu. Wenn schönes Wort. Wenn ich Demut habe, dann weiß ich, dass ich nicht allein auf der Welt bin. Und der Respekt vor dem anderen wird mich dazu anhalten, gemäßigter zu fahren, nicht so laut zu sein. Wheelies, das ist wirklich etwas, das ist vorbei. Rennstrecke. Straße ist gleich Rennstrecke. Ja. Straße ist nicht Rennstrecke. Nicht Rennstrecke, aber es gibt ja welche. Ne? Kann man ja hinfahren. Kann man hinfahren, kann man mieten, ist nicht einmal teuer. Und kann man seinen Spaß haben und kann das auch ausleben. Da gehört es auch hin, aber es gehört nicht auf die normale Straße. Jetzt werden ein paar sagen, naja, wir beide sind von den Grünen gekauft. Nein, sind wir sicher nicht. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Da fordert man ja E-Bike. Und das wollen wir auch nicht. Nein. Vor allem ist es nicht grün. Genau. Es ist irrtümlich grün. Nur, dass wir das auch festgehalten haben. Ja. Genau. Also wir arbeiten für die Motorrad-Community und danke, dass du dich da zur Verfügung gestellt hast für die Kampagne. Sehr die gerne. Auch so gemeint ist, wir wollen was von der Politik, nämlich so geht's nicht, ihr könnt uns nicht unsere Bikes verbieten, ihr könnt uns nicht zuerst jede Menge Steuern abnehmen und anschließend sagt, fahren dürft's aber nicht. Das sagen wir ganz klar und ganz deutlich und immer wieder. Aber wir machen auch einen kleinen Schritt Richtung der Öffentlichkeit, Richtung der Anrainer und sagen, wir sind auch bereit, ein bisschen runtergehen vom Gas. Mehr ist es nicht, mehr braucht es nicht. Und die Politik spricht ja auch immer so gerne von Freude und Motivation. Also nehmt uns nicht die Motivation und schon gar nicht alle Freude. Genau. Ganz am Schluss, unser Slogan, lieber leiser in die Zukunft als laut ins Out. Passt das? Passt für perfekt. Dich? Passt perfekt. Ganz leise in der Wolfgang Zukunft. Wolfgang Böck hat das kreiert. Ne? Also wirklich toller Spruch, finde ich, ist alles drinnen. Machen wir das. Und Politik, ihr macht's auch, okay? Bitte. Harry, vielen Dank. Vielen Dank dir. Und jetzt fahren wir doch. Jetzt fahren wir jetzt eine Runde. Jetzt fahren wir. Eine kleine Runde. Los geht's. Also, ciao.